Willkommen bei mir zu Hause. Ich zeige euch heute mal, wie ich so wohne und nehme euch jetzt gleich mal mit rein. Das ist meine kleine, aber feine Wohnung. Hier stehen wir im Schlafzimmer, Schrägstrich, Küche, Esszimmer, alles Zimmer eigentlich. Ja, ich habe halt eine Einzimmerwohnung und bin aber auch ganz glücklich darüber. Dann habe ich wenigstens nicht so viel zum Putzen. Mein einziger Stuhl steht hier auch ganz gut, denn ich habe eigentlich zwei, aber ich habe den zweiten noch nicht aufgebaut. Hier habe ich einen Einbauschrank und wie man sieht, ist der sehr groß. Für mich sehr praktisch, weil ich hier halt richtig viel reinbringe. Also wie man sieht, die oberen Fächer sind auch noch leer. Ich habe noch Platz, um viel shoppen zu gehen. Hier sind wir in meinem riesigen Badezimmer. Ja, habe hier aber noch ziemlich viel Platz für ein Regal oder irgendwie ein paar Schubladen oder so, wo ich einfach mein ganzes Graffel ein bisschen verstauen kann, weil das flackt hier gerade alles noch irgendwie auf dieser Ablage rum und das gefällt mir noch nicht so ganz. Deswegen ist meine Mission heute auch mit zwei Freundinnen ein Regal oder irgendwie sowas zu kaufen und mal gucken, was wir da finden. Ich hatte das Glück, dass ich mich in München noch gar nicht einsam fühlen musste, weil ich hier so viele Leute schon vorher kannte und mein Freund hier eben wohnt. Und ich bin hier echt mega gut angekommen und fühle mich auch schon pudelwohl. Wo müssen wir hin? Kann ich mal auf dem Netzplan schauen? Vielleicht zur Treppe. Weißt ich dachte, du kennst den Weg. Ja, nee. Wow. Dann lass uns auf den Plan gucken. Okay, also wir müssen, glaube ich, ein bisschen weiter raus aus der Stadt. Wo sind wir überhaupt? Da! Ich würde sagen, wir steigen jetzt einfach mal in die U4 ein und dann steigen wir um, da wo viele, wo so ein Knotenpunkt ist irgendwie. Max, du immer Platz. Sich hier zurechtzufinden war am Anfang gar nicht mal so easy, weil zig verschiedene Bahnen fahren und man kann mit dem Bus dahin fahren und mit der Tram wieder zurück und da muss man da umsteigen und so, aber ich gewöhne mich langsam dran. Ich gewöhne mich dran. Wie ist eigentlich mit dem Badezimmerschrank? Müssen wir den hier mit der Bahn auch wieder zurück transportieren? Das wird witzig. Ja, ich trage die Verantwortung. Du? Du bist doch unser Sportler. Hey, jetzt habe ich mal so eine ganz blöde Frage. Wollten wir denn am Odeonsplatz aussteigen und fahren gerade am Odeonsplatz vorbei? Hä? Ich check gar nichts mehr. Aber wir sind komplett zwei oder drei Stationen zu viel gefahren. Hä, drei Stationen? Das kann doch nicht sein. Doch. Eins, zwei, brauchst du eine Brille? Ich brauche eine Brille. Eins, zwei, drei. Nach vier Stationen hätten wir aussteigen müssen. Und wir sind jetzt gleich bei der Ossendorf, genau. Ossendorf hieß es. Fünf. Fünf. Das geht hier nicht. Ja, aber hier steht ja auch unser Ticket. Das Ticket ist entwertet. Ist entwertet. Wie wäre es denn, wenn wir in der Bahn das holen, das Ticket? Ja, lass das, ja, genau, das ist eine gute Idee, wenn wir es in der Bahn holen. Die falsche Wahl. Nein, das ist die richtige. Wir haben fünf. Das ist die richtige, keine Ahnung. Verfahren habe ich mich tatsächlich schon des Öfteren. Unabsichtlich natürlich, aber teilweise auch, weil ich es halt einfach verpennt habe, weil ich irgendwie am Handy tippe und dann den Ausstieg verpasst. Oder das Dümmste, was man machen kann, ist, wenn man die Routen noch nicht kennt, Musik zu hören, weil man dann natürlich nicht hört, was der Schaffner ansagt und du verfährst dich. So, also Prio, Bad, Schrank, Bad. Oh, die Kissen sind auch süß. Ja, aber wir brauchen jetzt erstmal einen Schrank. Wir kommen nicht voran, wenn wir Kissen kaufen. Wisst ihr, was mir gerade auffällt? Wir haben halt auch nicht ausgemessen, ne? Also keine Ahnung. Okay, das ist aber schon mal gute Voraussetzung. Ja, hast du Bilder von der Wohnung, von dem Bad? Nee. Boah, eigentlich ist es doch voll geil. Stell dir mal vor, das da passt so an die Seite hin und man kann sich da oben auch noch draufsetzen. Das wäre cool. Das ist auch cool. Kannst so, beim Zähneputzen. So, lackierst du deine Nägel. Beim Zähneputzen hinsetzt. Ja. Stimmt. Das ist cool. Das ist eigentlich das echt geil. Das finde ich richtig gut. Ja. Nur die Frage ist, passt es hin? Aber ich bin gut, was Augenmaß angeht und ich würde fast schätzen, das passt. Das finde ich auch schön, oder? Ja. Oder so war es halt einfach. Also nee, ich finde das eigentlich ganz cool mit so kleinen Boxen. Ja. Weil da fliegt auch nicht alles, was durcheinander. Das sieht auch noch ordentlich aus, wenn du da die ganzen Tuben und so reinstopfst. Okay, gucken wir mal weiter. Mhm. Wie wäre es mit einem Teppich? Wie wäre es mit einem neuen Bademantel? Wow. Oh mein Gott. Nee. Brille brauche ich noch nicht. Hier ist nix. Weihnachten! Hier ist nix. Weihnachten. Für dich ist hier nix. Geschenkpapier. Okay, wir können dann, glaube ich, gehen. Jani bleibt hier. Okay, also
Ich würde fast sagen, ich nehme diesen mittleren Schrank mit den roten Dingern, aber mit anderen Kästen drin. Warum trage ich dieses scheiß Ding jetzt da drin? Wollen wir auf die Uhr gucken, wie lange wir brauchen? Ja. Das finde ich jetzt eigentlich ganz interessant. Ja, aber erst wenn es offen ist. Erst wenn es offen ist. Nee, nee, das Aufmachen zählt ja dazu. Nein! Okay, also wir brauchen so einen Rahmen, die Nummer 4. Guck mal, das ist so eins, ja. Hab ich. Und da müsst ihr Dübel oben reinschlagen. Die kleinen oder die großen? Sieht nach den kleinen aus. Bei den anderen auch? Nur bei einem. Überlegt grad. Ah, nee, guck mal, bei einem. Hä? Nee, auf beiden Seiten die langen bei einem. Hä? Ich kann dir das überhaupt nicht bildlich vorstellen gerade. Wenn du das jetzt so hinstellst, so, dann müssen wir da das hier reinmachen. Das hier kommt jetzt da rein. Oh, dann halt mal dagegen. Sonst. Hä? Das passt das nicht. Das passt nicht, weil das sind die langen. Ah, weil wir das hier andersrum machen müssen. Warte. Und jetzt musst du das lange reinmachen. Ah, ja, das ist das verbindet. Genau. Zack, okay. Das klappt ja wie am Schnürchen. Bitte. Super. Da soll mal jemand sagen, Frauen können nicht Handwerk kommen. Ist es richtig rum? Ja. Letzte Schraube, Girls. Ja, yeah, dann haben wir. Wir waren voll von der Zeit. Ja, wir waren echt. 3, 17 Minuten. Yeah. Oh, geschafft, geschafft, geschafft. Jawohl. Das ist doch wie dafür gemacht. Ja, oder? Ja, bar. 1A. Geil, du passt richtig gut hier rein. Auch mit den Körben, sieht richtig gut aus. Wow, ich freue mich, fallen sieht richtig gut aus. Ja. Dass wir es jetzt geschafft haben, zu dritt das kleine Regal aufzubauen, ist natürlich mega gut. Und wir waren ja auch, glaube mit 15 Minuten sehr, sehr gut in der Zeit. Aber ich kann mir da auf jeden Fall schönere Beschäftigungen vorstellen. So, jetzt gehen wir noch ein Eis essen. Das ist, ich verspreche euch, es wird mega geil. Oh, bei der Kälte. Krass. Oh, ich hab ihn von Currywurst. Oh, das war's mit Currywurst mich. Als Eis. Ist das wirklich Currysoße da oben drauf? Ja. Boah, okay. Wow, das ist krass. Also, ich habe eine kalte Currywurst. Geh mal. Alter, das ist krass. Das schmeckt wie. Das ist einfach Cheers. Aber Leute, das war doch ein richtig geiler Tag. Ja, ja, mega. Und danke nochmal für eure Hilfe beim Aufbauen. Und na klar. Mein Bart stand und ich will so lang.